Jo, hello Friends, was geht ab? Es gibt ein schönes Let's Play, hoffentlich hier jetzt von mir und zwar von dem Spiel Antenna, das heute auf Steam rausgekommen ist, kostenlos zu spielen. Und es sieht wirklich sehr interessant aus, kann man nur sagen, von dem, was ich bis jetzt von den Bildern gesehen habe, die man sich halt auf Steam angucken konnte. Ich weiß auch nur so viel. Es geht sich um eine Maschine, die es satt hat, allein zu sein und versucht jetzt über Radiosignale, Antworten zu finden auf seine Fragen. WLAN-Empfang, ja oder nein? Oder was heißt das? Ich habe gedacht, Radiowellen. Oh. Okay. Düsterer Style, das gefällt mir soweit schon mal ganz gut. Okay, also man muss die Taste gedrückt halten. Und jetzt auf O. Oh je, Mini. Oh, Hilfe. Erstmal die Kopfhörer was leiser. Aua, aua, aua. Mies. So, Tinnitus vorprogrammiert. 1 Million Töne, die ich jetzt schon nicht mehr hören kann. Ungefähr alle, die wir gerade hören. Scroll mal ein bisschen mit dem Mausrad. Joa, klingt interessant. Morsezeichen. Ich habe keine Ahnung davon. Was steht denn da? Z? Fragezeichen? Ich kann kommunizieren. Z. Z wie sorglos ins All kommunizieren. Und was ist das? Fragezeichen? Egal was ich drücke, Shift oder nur Fragezeichen oder Steuerung, da passiert irgendwie nichts. Keine Ahnung, aber Z kann ich mindestens drücken. Ich muss wahrscheinlich auch erstmal hören, was da so vor sich geht. Im Weltraum. Im mächtigen Dunkeln. Was alles umgibt. Das könnte ein audiolastiges Spiel bis jetzt sein. Tja, der Name sagt ja schon viel darüber aus. Ich glaube, dass. Oh, klingt doch nach Amis, oder? Auf jeden Fall amerikanische Sprache. Englisch. Entschuldigung. Wie auch immer. Stell das Radio mal endlich auf irgendeinen Sender und irgendwo gibt es auch bestimmt ein bisschen Musik. So, hier waren wir ja schon. Das hat man auch. Bisschen weiter in die andere Richtung scrollen. Was passiert da? Noch mehr Morse-Gedönsere. Rausch. Piep. Was ist das? Das klingt genau. Das klingt genau wie das, was ich. Hm.
Klingt irgendwie ziemlich ähnlich wie, wenn man sich das mal kurz anhört. Und dann mal auf das achtet, wenn ich jetzt weiterspule, hört man natürlich noch anderen Kram. Aber jetzt achtet mal darauf, wenn ich Z drücke. Das klingt genau wie die, wie da bei 300. Wow. Wow. Angriff der Mech-Warrior. Oh, Transformers sind wieder da. Hauen alles weg. Meine Ohren das durchhalten, dieses Gequietsch, ich habe schon mal auf extra leise gestellt. Aber, boah. Wow, wow, wow. Klingt verrückt. Bisschen wie bei Star Wars. Episode 5 im Eisplanet, auf dem Eisplaneten. Egal. Ich weiß nicht, ob das hier irgendwie... Das klingt doch genau wie das, was ich da... Ich würde sagen, das passt irgendwie dazu. Ich weiß nicht, ob man... Ich drücke Fragezeichen. Also ich kann euch eins sagen, das hat halt einiges an Mühe gekostet jetzt mal. Das erstmal zu raffen, dass man das... Fragezeichen halt benutzen kann, die Taste, und dann welche Taste es wohl ist. Shift alle Tasten ausprobieren und da hast du nicht gesehen. Nee, es hat jetzt leider ein wenig gedauert und ich hoffe, dass ich jetzt irgendwie hier, da ich herausgefunden habe, dass hier irgendwo das richtige Signal sein muss, weil sich, wenn ich auf Z drücke, das genauso anhört wie der Hintergrund. Also wie das, was ich höre. Kann ich mit Z ja senden. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt irgendwie mal endlich hier... Mit Fragezeichen kann ich auch irgendwie hoffentlich bestätigen, dass ich irgendwie hier... Ah! Wirklich, Leute, es hat mich Zeit gekostet, ne? Hat mich Nerven gekostet jetzt. Hab schon zwei oder dreimal ausgemacht, dann... Nach Hilfe gesucht. Gucken, was die anderen für Probleme hatten. Hab natürlich auf Steam gesehen. Ja. In jedem Land gibt es da eine andere Taste, die man drücken muss. Und ich habe zuerst gedacht, ja, das Spiel kommt doch bestimmt aus Amiland. Also versuche ich mal. Oder aus England. Oder wo auch immer das Spiel herkommt. Hab natürlich nicht aufgepasst. Entschuldigung dafür. Jetzt. Shift gedrückt halten. S. Auch gedrückt halten. Alles klar. Maus drücken und jetzt am Rad rollen. Wow. Hey, was ist das? Ein Roboter. Was macht dieser jetzt? Wohl. Nein, ich will natürlich nicht das Spiel verlassen, sondern ich will mich mal auf den Weg hier machen. Da geht's nicht lang. Der Hochmarker schon mal nicht, unser Roboter. Aber hübsch ist er doch, oder? So schwarz-weiß. Erinnert natürlich an Limbo und ähnliche Spiele. Ist auch schön, macht Spaß. Ist halt, hat was. Vor allen Dingen für umsonst, macht es doppelt so viel Spaß, finde ich. Okay, ich bin jetzt einfach ganz weiter nach rechts gegangen. Jetzt bin ich automatisch hier weitergekommen bis zum nächsten Bild. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht gleich wieder irgendwo so stecken bleibe, weil es macht echt keinen Spaß, Leute, wenn man da erstmal sich eine Stunde dreimal versucht, so irgendwie erstmal gar nicht rafft, was man machen muss und dann... Und dann kommt man irgendwann darauf, mit dem Fragezeichen, das muss doch irgendwas zu bedeuten haben.
Keller. Mit viel Licht an. Staubig. Na, ah, ich bin nicht so gemein. Nein. Okay. What's that? Kein Akku. Akku leer. Meiner? Nee, kann ja nicht. Sonst wird es ja weiter blinken. Oh, jetzt sag nicht Sackgasse. Auch Akku leer. Aber ich kann jetzt drücken. Zumindest wird mir nichts vorgeschlagen. Nichts Verrücktes. Stampf. Irgendwie erinnert mich unser Roboter ein bisschen an diese Kreaturen von Starship Troopers. Aber das waren ja keine Roboter, sondern irgendwelche Riesen-Insektos. Los Bojos-Insektos. Ja, hier ist auch Sackgasse, oder was? Dann weiß ich ehrlich gesagt wieder mal nicht. Ah, okay. Juhu, es geht weiter. Ich muss also nicht unten in diesem gammligen Keller. Diese amerikanischen Dinger mit 2,625 drin und der 6V6, das war eine amerikanische Stahlröhre, die fungierte da als Oszillator und mit allen angeschlossenen da haben wir auch fast mit alten Geräten, das waren damals so ein Command-Set, diese amerikanischen Dinger mit 2,625 drin. Ah, das war mal original Deutsch. Wenn ich schlau wäre, wüsste ich wahrscheinlich sogar, wer da irgendwas gesprochen hat. Bestimmt irgendein bekanntes Gespräch, sonst wäre das ja nicht. Nö. Sagt mir nix. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Nö. Irgendein verrückter Toaster da auf der anderen Seite. Aha. Was jetzt? Was heißt das? Hier gibt's Energie. Wie soll ich mir die abholen? Auf einmal kann man laufen. Die Welt ist groß und schön. Hinten der ehemalige Baggersee. Liegt früh morgens, voller Nebel. Ah, jetzt kann man hier aber mal. Geil, Akku voll, wenn das einfach und so schnell gehen würde. Ein bisschen am Mausrad drehen, zack. Oh. Was habe ich getan? Die sind alle böse auf mich. Ich würde mal sagen, schnell weg hier. Ich leg mal den Turbo ein. Mit Shift. Flotte die Flott. Die Flotte Lotte. Flotte die Flotte Lotte. Shift. Shift und linke Maustaste. Und das Gerät wird ausgefahren, meine lieben Freunde. Gut. Zweifachen drei Balken Energie. Oder auch vier, wenn man den Punkt auch als Balken mitrechnet. Ja, also entweder zwei Drittel Energie oder drei Viertel aufgetankt. Ach, Energie, sag ich. Ja, Empfangsqualität. Da, wo die Großen immer für werben. Die Großen. Keine Namen jetzt. Ich werde nicht werben für große Telefongesellschaften, die uns das Geld aus der Tasche ziehen. Buh, Geld aus der Tasche ziehen. Ja, jetzt hoffe ich doch mal, dass ich da unten irgendwas in der Höhle da im Keller regeln kann. Indem ich Pfeil nach unten rücke, nach unten fahre mit dem Fahrstuhl. Rock'n'Roll zum Frühstück. Himbeereis im Fahrstuhl. Ne, andersrum. Aber, es war doch irgendein Song aus den 80ern. Oh, jetzt kann man hier irgendwas machen. X. Geil. Auf geht's. Das ist einmal ein Computer.
Wenn ich mit dem keinen erreichen kann hier, dann ist aber irgendwas nicht in Ordnung, sag ich mal. Sieht doch schon viel angenehmer aus hier unten. Das wird natürlich mal wieder. Die stimmen doch. Hört sich für mich gleich an. Oder? Muss ich den Kopfhörer nochmal ausrichten? Das klingt doch original. Schwören, dass ich vorher schon genau die Punkte getroffen hatte, aus Versehen. Ja, das war jetzt Zufall. Das war jetzt Zufall. Habe ich ein bisschen Glück gehabt. Habe ich ein bisschen Glück gehabt, dass ich die Position getroffen habe. Z. Wie Zwiebeldrüse. Weiter geht's. Stolz schreitet er dahin. Ich würde ja jetzt mal sagen, geh nicht da drauf. Das erinnert mich an Star Wars Episode 6. Ach, 6 sag ich. 7, wo Han Solo drauf geht. Nein, geh nicht da drauf, Han. Du darfst noch nicht krepieren. Hilfe! Muss ich alle gleichzeitig drücken oder was? Jetzt muss ich aber erstmal hier gucken, wie ich meine Quadratfinger dazu kriege, dass ich irgendwie. Thank you.
Mann. Was jetzt? Werde ich jetzt eingepackt und auf die Reise geschickt? Was geht? Nach Hause telefonieren und jetzt nach Hause geschickt werden? E.T. I'm E.T. Oh, oh, oh. Für, oh mein Gott. Es wird ja immer größer. Shift und S. Jo. X für den extra Kick. Das nenne ich mal eine Antenne. Wow. Antenne. Oh, nicht so weit schon wieder. Aber wenigstens gibt es mal Musik. Diesmal zwei Geräusche machen. Du, du, du. Okay, jetzt. Schauen wir mal, ob es hier sowas in der Nähe gibt. Du, du, du. Diese amerikanischen Dinger mit 2D-X in 25 drin. 2D-X ist eine amerikanische Stahlröhre. Ja, schon wieder von ihm. Was ich da gehört habe, was in Deutsch gesprochen wird. Na, komm schon. Da ist es. Yes. Also. Fragezeichen. Ja, nicht richtig. Da vielleicht? Yes. Und Glück gehabt. Jetzt habe ich fein WLAN empfangen. Endlich mal das neueste Spiel downloaden. Welches auch immer das sein könnte. Zum Beispiel Antenne. Wow. Oh. Oh, oh. Wow. Oh. Roboter spielt jetzt Antenne und ist happy. Hat's geschafft. So wie ich es auch geschafft habe. Ich habe eigentlich nicht mehr mit gerechnet. Zwischendurch echt Krise gekriegt, wegen der Aktion zum Beispiel Shift und Fragezeichen. Wo ist das Fragezeichen? Welche Tastatur wurde benutzt, um das Spiel herzustellen? Also, oder hat man sich gedacht, in welchem Land wurde das Spiel halt gemacht? Keine Ahnung. Irgendwie, zum Glück, konnte ich es dann im Internet auch rauskriegen. Ja, schön, dass ihr dabei wart. Das war das Let's Play von diesem Hammerspiel Antenne. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir bitte ein Like oder abonniert mich und macht's gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haltet die Ohren steif wie immer. Ciao.